Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Wir haben immer noch Silencia Tranquilla hinten auf Deweys Popo sitzen. Ja, eigentlich ja nicht, sie sitzt auf dem Hinterzwiesel des Sattels, was mehr als unbequem aussieht. Wir machen uns jetzt zurück mit der guten zum Observatorium. Wir haben weniger gute Nachrichten, denn anscheinend werden sich GED und D'Accord zusammenschließen. Frau Drake wollte sich, ja, mit Herrn Sens treffen, mit dem Vorsitzenden, sag ich mal, von D'Accord. Der war verhindert und hat Draco geschickt. Hieß doch so, meine ich. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und, ja, die beiden haben quasi einen Pakt ausgehandelt. Ich bin hier etwas falsch geritten. Die beiden haben einen Pakt ausgehandelt. Und es sieht nicht rosig aus, wenn die beiden Bösewichte der Nation hier, wenn die gemeinsame Sache machen, um hier das Draconium auszuheben, hier oben aus dem Berg. Das ist nicht gut. Das kann kein gutes Ende nehmen. Aber schauen wir mal. Und vor allen Dingen, warum auch immer, will D'Accord Hermann haben. Okay, Hermann hat näheres Wissen auch zu den Soul Ridern. Ich denke mal, dass sie deswegen Hermann haben möchten. Hermann ist da ja auch eingeweiht in die ganze Sache. Von daher denke ich, dass das irgendwie damit zusammenhängt. Gut ist es deswegen trotzdem noch lange nicht. Im Gegenteil. Das macht die Sache eigentlich eher noch schlimmer. Aber ja. Wir müssen schauen, was das gibt. So. Ich muss noch von meinem Pferd wieder absteigen. So. Was ist mit ihr? Wieder focken bleiben. Frechheit. Frechheit. So. Huch. Die lehnen wir ab. So. Was ist los, Dina? Du siehst aus, als hättest du den Teufel persönlich gesehen. Naja, gar nicht mal so weit weg. Hm. So. Die GED arbeitet mit D'Accord zusammen? Frau Drake muss wirklich verzweifelt sein, wenn sie die Gewinne mit ihrem größten Feind teilt. Ich habe fast Mitleid mit ihr. Die Zukunft der Organisation Sommerregen ist ungewiss. Aber wenn es einen Silberstreif am Horizont dieser düsteren Entwicklung gibt, dann ist es die Tatsache, dass Coach Schneeblume lebt und wohlauf ist. Für den Moment. Wir müssen schnell handeln. Wir wissen, dass die GED deinen Freund Hermann den Agenten von D'Accord am Moorlandstrand ausliefern wird. Das heißt also vom Regen in die Traufe. In der Tat. Deshalb ist es so wichtig, dass wir eine Rettungsaktion starten. Und diesmal werden wir Erfolg haben. Alle Straßen zwischen Epona und Silverglade führen über die Brücke am Wohlfell Inn. Das ist das perfekte Nadelöhr. Wir müssen nur eine Möglichkeit finden, den GED-Transporter zu stoppen, bevor er die Brücke überqueren kann. Klingt nach einem Job für Silencia Tranquilla, Meisterin der Tarnung. Dina, wir treffen uns in New Hillcrest. Ich habe einen Freund, der uns bei der Ablenkung helfen kann. Okay, also wieder zurück. Und Silencia finden. Oh Gott, wo hatte die denn da nochmal ihr Haus? Ich weiß es nicht mehr, aber wir werden es bestimmt gleich rausfinden. So, runter hier. Ja, alles gut, Dewey. Das wird ja noch richtig spannend hier. Ich bin mal gespannt, wie wir das jetzt hinbekommen wollen, den Transporter zu stoppen, bevor da Schlimmeres passieren kann. Das ist ja eh schon alles wieder schlimm genug. Aber Hermann darf definitiv nicht in die Hände von D'Accord geraten. Das wäre mehr als ungünstig, oder? Da ist es zum Ausbuddeln gewesen. Ich glaube, ich habe sogar eine Spitzhacke dabei, aber ich möchte jetzt eigentlich gerade keinen, will jetzt gerade nicht Halt machen. So, hier guck mal, jetzt üben wir mal fürs Jumpy. Da runter hüpfen und dann hier rüber und dann hier dran vorbei und weiter über die Brücke. Ich mag das New Hillcrest Championat. Ich finde das klasse. Es ist ein bisschen tricky und es passiert mir unheimlich oft, dass ich von den Bienen gestoppt werde, aber gut, whatever. So, Silencia Tranquilla finden wir hier weiter rechts.
Ich zügel mal ein bisschen mein Tempo. Da machen viele gerade die Quests bei Jamie. Da müsste ich auch mal weitermachen mit den Dailies. So. Gut, du hast es geschafft. Du wurdest doch nicht verfolgt, oder? Denk dran, wir wissen nicht, wem wir vertrauen können. Oh, guck mal, neben mir ist das neue dunkelbraune. Ach, das ist schön. Das haben so wenig gekauft. Aber ich finde es schön, dass es ein paar Käufer gefunden hat. Weil ich finde es wirklich klasse. Es ist nur einfach, ich habe schon so viel in der Farbe. Okay, in der Farbe auch, aber Mein Freund ist leicht da drüben. Wir machen in Jarlaheim zusammen mit Talia Impro-Theater. Im Übrigen ist dieser Typ wirklich cool. Ich würde sich normalerweise nie mit dir abgeben. Tu, was ich tue und versuche, mich nicht in Verlegenheit zu bringen. Was bist denn du so fies zu uns? Hallo William, was machst du so? Doch bestimmt was Wichtiges. Mein Vater heißt William. Bitte, Silencia, bitte nenn mich Billy Bulldozer. Tut mir leid, Billy Bulldozer. Keine Ursache. Nun, wie kann ich dir helfen? Du hast geschrieben, es sei sehr wichtig. Ich muss mir eine deiner Bauarbeiteruniformen ausleihen. Für ein Stück, das ich aufführen will. Eine meiner Uniformen? Für ein Theaterstück? Ziemlich verdächtig. Dass du mich nicht einlädst, bei dir mitzumachen. Es ist eine Art experimentelle Rolle. Performancekunst, wenn du so willst. Sehr kleines Publikum. Nicht wichtig genug für ein Talent wie dich. Unsinn, ich bin Billy Bulldozer. Ich bin immer froh, wenn ich helfen kann. Aber ich kann verstehen, wenn du das Scheinwerferlicht nicht teilen willst. Eine Ein-Frau-Show. Talia wäre stolz. Natürlich kannst du dir eine Uniform leihen. Und gibt es sonst noch etwas, das du für deine Show brauchst? Ein paar Requisiten vielleicht? Wir könnten in der Tat einige Straßensperren gebrauchen, falls du etwas entbehren kannst, Billy Bulldozer. Natürlich, liebe Silencia, Stern des Theaters. Was meinst, ist es auch deins. Wir haben gerade einen Bauauftrag hier in New Hillcrest beendet. Nimm dir, was du brauchst. Halt, stopp. Stopp, das wollte ich nicht. Mit ihr wollte ich reden. Was habe ich dir gesagt? Ist mein Freund nicht einfach obercool? Und es ist nicht obercool, obercool zu sagen. Kannst du mir bei der Bauarbeiteruniform helfen? Ich weiß nicht, welches Ende wohin gehört. Really? Oh, ja, steht dir aber ganz gut. Danke für die Hilfe. Die Verkleidung ist komplett. Billy Bulldozer hat gesagt, wir könnten uns die Straßensperren ausleihen, die hier in der Stadt aufgestellt sind. Sammle ein paar ein und komm wieder hierher zurück. Ich würde dir ja helfen, sie einzusammeln, aber ich kann mich in diesem Outfit kaum bewegen. Ja. Bist eine faule Socke, bist du. Gut, Straßensperren. Warum sind die verteilt, wenn die hier ein Bauprojekt hatten? Das macht ja mal wieder gar keinen Sinn. Dann sind die doch eigentlich alle an einer Stelle. Naja. Hashtag StarStable-Logik. Eine von zwei. Okay, vielleicht gab es ja doch nur zwei Baustellen. Die zweite. Ja, natürlich, nein. Warum auch nicht? Wir nehmen gleich das komplette Auto als Straßensperre mit. Ist ja gar kein Thema. Ja. Dewey lacht auch schon. Das ist, ja, das könnte man nehmen, aber es ist bestimmt nicht das, was wir wollen. Oha. Ja, wir können zwar hier runter, aber dann sollten wir hier weiter reiten. So, hier unten müsste auch noch was sein. Ja, das sieht so, das sieht gut aus. Das hier übrigens ist der oft angesprochene Fliegenschimmel-Lipizzaner. Wo ich jetzt schon dachte eigentlich, dass der letzten Mittwoch reinkommen würde. Ist er aber nicht. Aber der kommt bestimmt noch irgendwann. Der steht ja auch da, seitdem diese NPC-Stelle angepasst worden sind. Und da haben wir auch dieses nordschwedische Kaltblut, was ich jetzt hier reite, schon geteasert bekommen.
So, zurück zu Silencia. Go, go! Oh, sehr gut. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Dann würde ich sagen, starte ich das Spiel mal neu, mach die Quest nochmal bis zu dem Punkt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt funktioniert's. Die hier sollten den Zweck erfüllen. Wir haben alles, was wir für die Ablenkung brauchen. Jetzt müssen wir schnell zur Brücke, bevor der GED-Transport ankommt. Triff mich so bald wie möglich im Wolfhell Inn. Okay, ja dann, auf geht's, ab geht's, würde ich sagen. Wir fliegen, wir eilen, nicht wahr, Dewey? So, das heißt, hier gleich links. Und ab da dann quasi nur noch geradeaus. An Dewey's Farm vorbei. Haha. Och, wie passend mit dem Pferd hier. An Dewey's Farm vorbei und dann kommen wir ja hinten bei den Hügeln beim Wolfhell Inn raus. Das heißt, es ist eigentlich wirklich perfekt. Und schön schnell zu erreichen. Supi! Jo! Und einmal nach links. Ah, der Sumpf. Die Geräusche haben sie schon auch wirklich gut hinbekommen. Hups! War das gerade die Rachel, die da ausgelockt ist, weil es genau in dem Moment kam? Und sie war ja grün angezeigt. Anscheinend gibt es wieder ein paar Problemchen, dass hier öfter mal was so ein bisschen spinnt gerade. Aber das ist ja jetzt nicht so tragisch. Ich meine, man kann es ja neu starten. Wenn ihr das Problem habt, dass ihr so eine Meldung bekommt, dass Spieldaten defekt sind und dann kommt ihr nicht mehr ins Spiel rein... Habe ich noch nicht gehabt, wurde mir aber schon geschrieben von Leuten, die das Problem schon gehabt haben. Dann versucht das Spiel... Was zur Hölle? Dann versucht das Spiel zu deinstallieren, wollte ich eigentlich sagen, und neu zu installieren. Gut gemacht, Star Stable. Sehr gut gemacht. Da war jetzt anscheinend gerade schon eine Straßensperre. Jedenfalls hat es da kurz gehupt und wir konnten nicht weiter. Das habt ihr sehr, sehr gut programmiert. Gut, dass wir wenigstens dran vorbeireiten konnten. Alles andere wäre sonst ein bisschen ärgerlich gewesen. Dann hätten wir uns ansonsten abholen müssen. Wir wären halt zum Nilmers Hochland gefahren und huch. Und hätten dann ab da weitergemacht. So. Der alte Edfield. Hier, so viel Aufregung. Hier ist dir gar nicht gewohnt. Du hast es gerade noch rechtzeitig geschafft. Der GED-Transport ist unterwegs. Okay, wir müssen absteigen. Das heißt, wir müssen ihm mit Sicherheit helfen, die Barrikade aufzubauen, die Straßensperre. Die abgebauten Straßensperren sind gleich hier drüben. Beeil dich und stell sie vor der Brücke auf. Ich würde dir ja helfen, aber ich muss mich in meine Rolle hineinversetzen, bevor der Transporter ankommt. Ja, das werden wir schon noch hinbekommen, oder? Ach so, ich muss immer jeweils hier erstmal eine aufnehmen. Jetzt bin ich schon wieder rausgetappt. Eine aufnehmen und hinstellen. Und, das Aufnehmen und das Hinstellen jeweils bringt einen abgeschlossenen Punkt der Quest. So. Perfekt, da kommt niemand mehr durch. Es ist nicht schön, aber es muss genügen. Der Transporter nähert sich. Das ist unsere einzige Chance, deinen Freund Hermann zu retten, bevor sie ihn an Dakor übergeben. Also vermassele es nicht. Okay, es wird Zeit, der Welt meine neueste Rolle vorzustellen. Hier kommt Sally Streamroller, nicht Stream, Steamroller. Oh Gott, was ein Name. Wir müssen uns verstecken. Soll ich sie mitnehmen? Dewey? Ach, Dewey versteckt sich so. Ja, flott unterwegs hier. Halt, die Brücke ist wegen Notreparaturen gesperrt. Ja, der letzte Winter war so hart. Wir müssen die erst mit biologischem Leim wieder verkleben. Was ist denn kaputt? Ich bin erst heute Morgen drüber gefahren. Mikrofrakturen. Sie müssen hier warten, bis der Kleber ausgehärtet ist. Kleber? Was machst du? Wer bist du? Bist du überhaupt alt genug, um hier zu arbeiten? Ich bin Sally Steamroller und ich werde ihre Respektlosigkeit nicht tolerieren. Okay, okay, meine Güte. Ich brauche sowieso eine Donutpause.
Schnell, jetzt hast du die Chance, Cole Schneeblume zu befreien. Ein Schneeblümchen. Hermann! Hey, was ist da hinten los? Sallys Steamroller sagt, schenkt dem Mädchen hinter dem Transporter keine Beachtung. Sofort stehen bleiben! Ja, wir bleiben ja stehen. Dina, du ahnst nicht, wie glücklich ich bin, dich wiederzusehen. Upala, ich schmeiß vor Schreck erstmal meine Dose um. Ich würde lieber für den Rest meiner Tage Ställe ausmisten, als wieder in diesen Transporter zu steigen. Komm schon, lass uns hier verschwinden. Okay, diesmal muss ich den Auftrag annehmen. Ich habe erstmal mein Pferdchen rumgeschoben. Oh, es ist ein Rennen. Du bekommst deine ersten Erfahrungspunkte, Süße. Go, go. Wo bringen wir ihn denn jetzt hin? Naja, werden wir bestimmt gleich erfahren. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Reite weiter. Ja, Hermann hatte uns damals auch geholfen, wenn ich mich richtig entsinne, um überhaupt durchs Grautau-Gebirge zu kommen. Yep, da vorne kommen sie. Vorsicht, was zur Hölle? Ach so, ich muss komplett ganz weit weg davon anscheinend. Okay, gut. Dann starten wir den Versuch nochmal neu. Ich mag die Musik. Die kommt im Übrigen auch, wenn man in Epona sich bei der Baustelle befindet. Wir müssen eh hier runter. Das hatte ich eben gar nicht gesehen. Das hätte ich so wie... Ja, ja, klar, natürlich. Da ist halt eben eine Tanne gewachsen und ihr habt sie sofort abgeholzt. Okay, das Rennen ist gut gemacht wieder mal. Reite schneller. Ja, ich bin doch schon... Die Wii ist doch erst Level 1. Oh, wow. Das ist echt gut gemacht. Oh Gott. Ja, natürlich. Das Ding kippt einfach um. Auch wenn es an manchen Stellen ein bisschen lächerlich ist. Ein bisschen sehr lächerlich. Oha. Es ist ein sich bewegendes Tor. Oh Gott. Ja, ist halt scheiße, wenn man nicht fahren kann, ne? Ha! Wir werden sie los. Lauf. Oh, da hinten sind sie alle. Da ist Frau X. Da ist hier Ladi da. Wie heißt sie nochmal? Und Syntax ist auch da. Sunshine Joy Tree, genau. Juhu, wir haben sie abgehängt. Ich habe zu meiner Zeit viele talentierte Reiter gesehen. Und ich glaube, Dina, du könntest sie leicht schlagen. Du musst wirklich Aidins Gunst genießen. Ach. Ich stelle mich hier mal ganz kackendreist einfach mitten rein. Einmal mit dem Po durchs Syntax-Gesicht. Dina, Silencia, und das muss Hermann sein. Ich bin so erleichtert, dass ihr alle wohlbehalten zurückgekehrt seid. Kommt, wir haben viel zu besprechen. Ich schätze, ich habe euch meine Rettung zu verdanken. Man nennt uns Chill, und wir sind Ninjas im Dienste der sozialen Gerechtigkeit. Wir werden das System hacken und das Böse zu Fall bringen. Wir werden die Bäume retten und die Dinge in Ordnung bringen. Ihr kämpft für den Schutz der Erde? Das kann ich nur unterstützen. Der Erde und aller Welten, die Schutz brauchen. Ich freue mich, euch endlich persönlich kennenzulernen. Ich nehme an, dass ihr meine Nachricht von Dina erhalten habt. Haben wir. Aber es sind neue Informationen aufgetaucht. Dinge, bei denen ich mich frage, ob mehr in dir steckt, als man auf den ersten Blick sieht, Hermann. Du bist mehr als nur ein Umweltschützer mit einem Faible für Pferde. Warum sonst sollte sich Dakor für dich interessieren? Jetzt warte mal, Dakor? Dorthin wollten mich diese Typen verschleppen? Nein, 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 das ist nicht gut. Ich muss weg. Ich muss mit meinen eigenen Leuten reden. Tut mir leid, aber ich muss sofort los. Sehr gut, ich vertraue dir und hoffe, dass du auch mir vertraust. Geh und rede mit deinen Leuten. Vielleicht könntest du mich sogar deinen Freunden vorstellen. Wenn sich GED und Dakor zusammentun, brauchen wir alle Verbündeten, die wir bekommen können. Vielen Dank. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich habe das Gefühl, dass mein Boss bald mit dir reden will. Es ist gefährlich, alleine zu reisen. Ich schicke dir jemanden mit. Wo ist Jupiter Peaceblum? Er hat uns im Stich gelassen, Frau X. Er sagt, er würde uns bei Jamie Olivenbaum zum Siegessmoothie treffen. Smoothies?
Oh, du bringst mir einen zum Observatorium, ja? Du weißt, wie ich sie mag, mit Ananas und Acai-Pulver. Aber zurück zum aktuellen Problemsyntax. Ich möchte, dass du unseren neuen Freund begleitest. Geht klar, Frau X. Ich hoffe nur, dass wir fahren können. Sie wissen, was ich vom Reiten halte. Syntax, nicht wahr? Wo wir hinwollen, gewöhnst du dich besser an Sättel. Komm mit, Junge. Wo hat er auf einmal das Pferd her? Was zur Hölle? Die Feinde verbünden sich, aber es scheint, dass neue Freunde auftauchen, um der Dunkelheit zu trotzen. Ich glaube, wir haben spannende Zeiten vor uns, Dina. Meine Agenten bei Chill werden die Situation auf der Hillcrest-Ausgrabungsstätte weiter beobachten. Wir werden uns sicher bald melden. Die Frau ohne Gesicht. So, was haben wir denn bekommen? Wir haben eine Kappe bekommen. Was ist das für eine? Oh Gott, Bauarbeiterhelm. Du hast diesen Helm erhalten, nachdem du Hermann vor der GED gerettet hast. 100 Coins würde er uns bringen. Nicht 100 Star-Coins, 100 Jorvik-Schillinge. Und er sieht mehr als belämmert aus, Leute. Ich glaube, ich bleibe dann doch lieber bei meinem braunen Reithelm. War es das jetzt schon wieder? Und da haben wir noch eine Quest. Wie kann ich dir jemals danken? Ist noch bei Jamie. Ja, und das hier haben wir noch, den Falkenpfad. Den Falkenpfad, dem würde ich mich dann, glaube ich, morgen mal widmen. Dass wir mal noch mit den Quests wieder durch sind. Und ja, ich verabschiede mich für heute von euch. Leider eine kurze Quest, aber sehr cool gemacht. Das Rennen fand ich wieder richtig, richtig gut gelungen. Was ist denn eure Meinung zu der kleinen Questreihe, die reingekommen ist? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.